So, liebe Fußballfreunde, es ist jetzt gleich soweit, in ein paar Minuten das erste Saisonspiel 2019-2020. Schalke 04 zu Gast hier bei Rot-Weiß Oberhausen. Und ich würde vorschlagen, der Stadionsprecher von Rot-Weiß Oberhausen, der beginnt jetzt mal mit der Aufstellung der Gastgeber, mit RWO. Spannend, und wir machen das umgekehrt. Und dann kommt der Gast Schalke 04 und den werde ich dann ankündigen, okay? Ja, von mir aus herzlich gerne. Vielen Dank für die einleitenden Worte, lieber Uli. Und damit auch von meiner Seite aus herzlich willkommen hier im Stadion Niederrhein. Herzlich willkommen, Oberhausen. Komm, Uli, hier ein bisschen Richtung Kurve. Du weißt, du nicht, die sind ganz lieb. Ja, liebe Rot-Weiße, endlich heute mal wieder hier im Stadion Niederrhein. Endlich geht's wieder los. Endlich wieder Fußball. Wir haben sicherlich ein paar neue Gesichter hier im Kader heute dabei, aber ich denke, mit eurer Unterstützung kriegen wir auch heute die Mannschaftsaufstellung wieder über die Bühne. Den Jungs hier gewiss, die jetzt sich noch ein letztes Mal in die Kabine verabschieden und dann gleich mit eurer Unterstützung hier gegen den FC Schalke 04 antreten werden im Rahmen des EVO Fußballfamilienfest. Und ich frage euch mal, seid ihr bereit für Fußball hier in Oberhausen? Ein bisschen zaghaft, oder? Oberhausen, da geht mehr. Seid ihr bereit? Peter, jawohl. So, ihr kennt das, von mir kommen die Vornamen, von euch die Nachnamen und da, wo ihr Hilfe braucht, bin ich bei euch. Wir fangen an mit unserer Startelf im Tor mit der 31, Daniel. Mit der Nummer 4, Jerome. Mit der Nummer 6, Christian. Mit der 7, Chaldu. Die 10, aus Mönchengladbach neu, Giuseppe. Mit der 14, Nico. Mit der 15, Mike. Die Nummer 19, Raphael. Mit der 24, Francis. Die 28, und da helfe ich euch noch ein bisschen, das ist Gastspieler Kofi Tumasi. Und mit der Nummer 30, unser Kapitän Yannick. Verantwortlich für diese Startelf ist auch heute unser Cheftrainer, Mike. Und der hat auf der Bank folgende Ergänzungsspieler mit der 1, Torhüter Patrick Bade, die 29 Ersatztorhüter, Justin Hekeren, mit der 5, Tim Stappmann, die 11, Gian Ezcara, die Nummer 13, Dominik Reinhardt, die 16, Rino Rexer, die 20, Tarik Kurt, die 21, Philipp Eggersklüß, die 23, Vincent Stenzel und die 26, Alexander Schelen. Uli, und jetzt bin ich gespannt, was du entgegenzubringen hast. Ja, mal schauen. Also, ich bin ja auf Schalke geboren, bin also da groß geworden und deswegen frage ich, Schalker, wo seid ihr? Schalker, glaubt ihr an eine bessere Saison als die letzte? Das ist allerdings keine große Kunst, ne? Aber wir nehmen das mit Fassung und freuen uns darauf, dass jetzt alles wieder bei Null anfängt. Also, der eine oder andere fehlt noch, aber hier ist die Startaufstellung im ersten Spiel 1920 des FC Schalke 04. Im Tor mit der Rückennummer 34, Michael. Mit der 5, Matja. Und jetzt ein neuer Name für Schalke. Große Hoffnungen mit der 9 von Fortuna Düsseldorf gekommen, Benito. Mit der 13, Sebastian. Mit der 14, Rami. Mit der 17, Benjamin. Mit der 19, Guido. Mit der 21, zurück auf Schalke, Fabian. Mit der 24, Bastian. Die 25 trägt Amin. Die 43, Jonas Hofmann. Jawohl, muss man sich auch dran gewöhnen. So, die Ergänzungsspieler, es sind gleich 11.
Mit der 39 Christian Wozniak, mit der 27 Jonas Karls, mit der 36 Görkem Kahn, mit der 45 Marcel Langer, mit der 38 Sandro Pichati, mit der 37 Leven Mekan, mit der 44 Philipp Fontaine, mit der 42 Berkan Vierrad, mit der 22 Steven Skripski, mit der 41 Jason Schicker und mit der 15 Ahmed Kutucu. Also, der neue Trainer, den wollen wir auch ganz herzlich begrüßen. Ich bin ihm gerade hier in den Katakomben begegnet und er hat nette Worte für mich gefunden. Uli, du bist scheißen alt geworden. Herzlich willkommen, David Wagner! So, und jetzt kann es gleich losgehen. Und von mir aus ja, von euch aus auch, glaube ich. Ihr, liebe Königsblauen, macht den Support genauso weiter. Das hört sich richtig gut an. Endlich wieder was los hier im nächsten Block. Wunderbar. Wir freuen uns auf tolle Stimmung hier im Stadion Niederrhein. Und ihr auf den anderen drei Tribünen gibt auch jetzt gleich richtig Knallgas. Viel Spaß! Beim EVO Fußball Familienfest. Rot-Weiß Oberhausen gegen Schalke 04. Glück auf! Neues Jahr, neues Glück, das wollen wir hoffen für den S04. Hallo und herzlich willkommen im Stadion Niederrhein zum ersten Testspiel der Saison 2019-2020. Der S04 zu Gast bei RWO, bei Rot-Weiß Oberhausen, und da schwenken wir unsere Jungs schon ab. Stamboli als Kapitän, Michi Langer im Tor, und dann gibt's eine Menge bekannte Gesichter, aber auch einer, den wir noch vorstellen müssen. Da ist die Kamera schon vorbei. Jetzt neben Rudi, zwischen Rudi und Benito Raman, dem neuen Flügelstürmer. Oder spielt er im Zentrum? Wir werden sehen. Mit der Nummer 43, das ist Jonas Hofmann von der U23. Spielt Innenverteidiger heute. Da sind wir ja ein bisschen knapp, weil Salif Sané noch angeschlagen beim Afrika Cup ist, weil Ozan Kabak hier gerade gesichtet wurde, aber nur auf der Tribüne, denn den hat es ja gleich in der zweiten Trainingseinheit erwischt. Und er muss zwei Wochen mindestens, vielleicht auch drei, individuell trainieren. Also Innenverteidigung, da ist nicht mehr so viel. Und weil Stamboli, unser Kapitän, im Mittelfeld spielen soll, ist jetzt Jonas Hofmann eben von der U23 und Thorsten Fröhling zu den Profis gekommen. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders auf die Nummer 9, auf Benito Raman. Da haben wir ihn im Gespräch mit Fabian Reese. Der ist zurück nach zwei Jahren bei Greuther Fürth. Und Raman wird heute also zum ersten Mal in Königsblau antreten, in den neuen Trikots. Ihr habt sie sicher alle schon euch angeschaut. Aus der Nähe auf dem Trainingsgelände laufen schon viele mit dem neuen Trikot rum. Diese Stäbchen da, diese Striche auf den Ärmeln erinnern an das alte Raktiv und Müller Trikot aus den 90ern. Und ansonsten ist es klassisch blau und weiß gehalten. Guido Burgstaller wird den ersten Ball in einem Testspiel kicken. Da ist Sebastian Rudi, der im 4-2-3-1 System neben Benjamin Stamboli die Zentrale besetzt, das Spiel machen soll. Und David Wagner, für den es ja auch eine Premiere ist, auch das erste Spiel an der Seitenlinie als Trainer des FC Schalke 04. Dieser David Wagner hat gesagt vor dem Spiel, er möchte zumindest ein paar Umschaltmomente sehen, sowohl defensiv als auch offensiv, sprich Ball gewinnen und dann ab nach vorne oder in dem Augenblick, wo man ihn verliert, mit allen Mann ordentlich nachsetzen, den Ball schnell wieder erobern. Und dann hat er auch noch gesagt, wir wollen gesund bleiben. Und Burgstaller humpelt schon.
Ja, ist schon das ein oder andere passiert. Kabak haben wir schon angesprochen. Nassim Boudjelab hat sich auch verletzt. Eine Sehnenreizung, die ihn für eine gewisse Zeit außer Gefecht setzen wird. Und dann haben wir ja noch diverse Spieler, die noch in der Reha sind. Schöpf, Uth, Insua. Noch individuell muss Caligiuri trainieren. Sané ist beim Afrika Cup. Wes McKennie beim Gold Cup heute. Finale mit den USA gegen Mexiko. Und die U21-Nationalspieler Jonjo Kenny für England. Der kommt am 12.07. zum Team. Und dann haben wir noch Nübel, Serda und Markus Schubert, der neue Keeper. Die hätten bis zum 18.07. Urlaub. Dann kommt so langsam alles zusammen, dann fügt es sich und dann sieht David Wagner erstmal richtig, was er für einen Kader zur Verfügung hat. Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht sehen. Dieses Foul an Sebastian Rudi. Junger Mann, Testspiel heißt nicht, dass man die Knöchel des Gegners testet, sondern die eigene Form. Kofi Tumasi heißt der Kollege mit der 28. Der ist ein Probespieler. Den wollen sie verpflichten. US-Amerikaner mit ghanaischen Wurzeln. Hat zuletzt in der zweiten rumänischen Liga gespielt und möchte natürlich jetzt lieber hier in der vierten Liga spielen bei RWO und ist dadurch offensichtlich übermotiviert. Und das muss leider Sebastian Rudi spüren. Kaum begonnen die Partie und schon gibt es den ersten Schreckensmoment. Drücken wir Sebastian Rudi die Daumen. Nachdem die letzte Saison ja auch für ihn nicht besonders gut lief, dass es jetzt nicht gleich ganz schlecht anfängt, nämlich mit einer Verletzung. Und da haben wir Rabbi Matondo, auch der will ja diese Saison durchstarten, wird mit Sicherheit mehr Einsätze machen als im letzten Jahr. Da waren es am Ende 7 in der Bundesliga und wir hoffen uns von ihm und Rahman ganz viel Tempo im Spiel. Rahman besetzt die rechte Seite, Matondo die linke. Arid zwischen den beiden und Burgstaller davor. Rudi wird weitermachen. Jetzt winkt der Schiedsrichter ihn rein. Apropos Schiedsrichter heißt Martin Ulankiewicz. Kommt aus Oberhausen, pfeift Regionalliga und da darf man sonst natürlich nie RWO pfeifen. Aus Gründen der Unparteilichkeit, aber heute geht das mal. RWO letzte Saison Zweiter in der Regionalliga West. Hat in den letzten 3 Heimspielen den Aufstieg verspielt. Im Duell mit Viktoria Köln. Eine Riesenklatsche gegen die zweite des ersten FC Köln. 1:6 und dann 2 Unentschieden gegen ausgerechnet die alten Rivalen Rot-Weiß Essen und gegen Ferl. Und das war's dann mit dem Aufstiegstraum. Jetzt das Umschalten. Das will er sehen. Das ist über Stamboli und Rahman schon mal gut gelungen. Und dann hat er sich verschätzt, der gute Benito Rahman. 24-jähriger Belgier, hat Champions-League-Erfahrung mit Gent, Europa League gespielt mit Standard Lüttich und die letzten beiden Jahre bei Fortuna Düsseldorf. Rudi auf Matondo und er will weiterleiten zu Burgstaller, der wäre aber eben abseits gewesen. Und auch Burgi läuft noch nicht wieder rund. RWO, letztes Jahr Zweiter in der Regionalliga, will natürlich dieses Jahr gerne aufsteigen, aber da sind einige Konkurrenten.
Hastasic macht das gut. Rahman stark zu Burgstaller. Der im Doppelpass mit Arid und auch der wird abgeräumt. Liebe Jungs in Rot, reißt euch mal zusammen. Jerome Profeta war das jetzt gegen Amin Arid. Auch für den heißt es, Amin kann nur besser werden, die neue Saison. Rudi, beim Rudi-Ball, beim Runenball. Sollte in Richtung Nastasic gehen. Aber RWO hat aufgepasst. Der war sehr schön für Fabian Reese, der heute rechten Verteidiger spielt. Das ist jetzt nicht seine Position. Normalerweise immer einer für die Offensive. Außenbahn rechts oder hinter der Spitze oder selbst als Spitze. Und Rudi bringt die erste Ecke. In Richtung Fabian Reese. Schafft es aber noch nicht als Chance auf den Zettel. RWO knapp zwei Wochen länger in der Vorbereitung als der S04, denn die fangen in drei Wochen schon an. Und gegen wen? Ja, ausgerechnet gegen unsere zweite, die ja wieder aufgestiegen ist aus der Oberliga in die Regionalliga. Und am ersten Spieltag empfangen sie eben Rot-Weiß Oberhausen. Otschipka und Matondo im Zusammenspiel. Klasse von Arid. Und jetzt wusste man erst nicht, soll es Otschipka bekommen, das Zuspiel, oder Matondo. Kann ja nicht schaden, wenn du mehrere Optionen hast. Zweite Ecke. Diesmal von links und deshalb eine Sache für Bastian Otschipka. Burgstaller legt in die Mitte zurück und Rahman, erster Schuss von ihm und das ist jetzt eine Chance. Und zwar eine ziemlich große. Vereitelt von Yannick Löden. Der ist 2,01 Meter lang, aber den hat er mit dem Fuß abgewehrt. Daniel Davari mit einer Faust nur. Einer der erfahrensten. Zweite Liga gespielt für Duisburg und Bielefeld. Und ist jetzt neu bei RWO und auch ein Zeichen dafür, wie sehr sie den Aufstieg anstreben in Liga 3. Rudi für Rahman. Und Jonas Hofmann mit der 43. Jahre jung, bei einer Jugend beim Club und in der zweiten Mannschaft und dann zuletzt ein Jahr bei Sportfreunde Lotte. In der dritten Liga sind abgestiegen und in diesem Sommer ist er dann zu uns gekommen. Eigentlich eher ein Mittelfeldspieler. 1,74 sind jetzt nicht so das Gardemaß für einen Innenverteidiger heutzutage. Matja Nastasic macht Tempo und sieht, dass da Otschipka abgeht. Burgstaller holt sich das Ding hin, rennt fast Rahman über den Haufen und nimmt Fabian Reese mit. Ballverlust. Und Rudi holt ihn wieder
in Zusammenarbeit mit Nastasic. Aber Ariz gestört von Tumasi, diesmal fair. Stamboli gut dazwischen. Mit der 10 bei RWO, der gerade jetzt den Ball bekommen sollte. Giuseppe, genannt Joe Pisano. Der einzige auf dem Platz bei RWO, der eine Schalker Vergangenheit hat. In der Jugend beim S04, auch in der U23 hat er noch gespielt. In der Saison 2007-2008. Arid, klasse für Matondo. Jetzt die Schnelligkeit ausspielen. Rechts ist Rahman, er macht es alleine und trifft den Pfosten. Tolles Zuspiel von Arid und dann Matondo ohne das nötige Glück im Abschluss. Dafür jetzt aber auch der Konter und Otschipka mit dem richtigen Stellungsspiel gegen Junior Ubeyapwa. Also die haben Namen in der Aufstellung, die Kollegen aus Oberhausen, die sind nicht ganz ohne. Ja, also Shaibu, genannt Junior Ubeyapwa. Dann haben wir aber auch noch Francis Ubabuike. Wenn ich es ablese, geht das, aber so frei. Wollen wir mal gucken, wie oft ich mir die Zunge verknote. Rehse mit der Flanke Richtung Burgstaller. Legt das sehr offensiv an, gemäß seinen Anlagen, diese Position als rechter Verteidiger. Rudi Richtung Rahman. Der liegt zurück zu Rehse und Matondo mit dem 1-0. Guck mal, sein erstes Tor für den S04, Ravi Matondo. So, liebe Fußballfreunde, der FC Schalke 04 geht. Tja, der Kollege Ubeyapwa sagt seinem Keeper: Hör mal, warum hast du denn da nicht rausgeholt? Oder warum bist du nicht rausgekommen? Aber Matondo ging hin, Ubeyapwa und Davari nicht. Und deshalb steht 1-0 für den S04. Vorarbeit Rehse. Und der S04 führt mit 1-0. Das ist mal so eine Sache mit den Ergebnissen in Testspielen. Auf der einen Seite ist es ziemlich egal, wie so ein Spiel ausgeht. Auf der anderen willst du natürlich trotzdem gegen den Viertligisten schon irgendwie so zwei, drei Dinger machen. David Wagner jetzt an der Seitenlinie hier, Matondo zu sich geholt und erklärt ihm was, und das kann er natürlich bestens auf Englisch. In Deutschland geboren, Frankfurt am Main, um genau zu sein, in Geinsheim, da in der Nähe aufgewachsen, Vater Amerikaner, Mutter Deutsche, David Wagner. Und spätestens, als er dann nach Huddersfield ging, konnte er dann noch mal ein bisschen üben, aber er war ja auch schon als US-Nationalspieler 8-mal im Einsatz mit den Kollegen unterwegs. Erste Mal, dass RWO ein bisschen Druck aufbaut. Hofmann haut sich da zweimal rein. Stamboli, dem rutschen sie auch in die Füße. Und David Wagner geht sofort zum Assistenten hier und ruft auch nochmal zum Schiedsrichter rein: Schützt unsere Jungs. Sagt den Oberhausenern nochmal, dass das hier nicht so weitergehen kann. Wir erinnern vor allen Dingen an die Verletzung Sebastian Rudi.
ordentlich Eis drauf bekommen. Mal gucken, ob er es weglaufen kann. Auch schön weitergeleitet und jetzt zu viel Platz eigentlich da für Raphael Steinmetz, einen der besten Torschützen bei RWO, der Mann mit der 19. Für die ist das schon das vierte Testspiel in der Vorbereitung, also ganz andere Spielpraxis als unsere Jungs, die heute zum ersten Mal ran dürfen. Wobei das dritte, das gestrige Testspiel gegen VfR 08 Oberhausen, das war, naja, wohl eher so eine lockere Trainingseinheit. 18:0, selbst der Ersatztorwart Patrick Bader hat ein Tor geschossen, wurde als Stürmer eingewechselt. Und der Gegner soll es auch nicht so ganz ernst genommen haben. Angeblich haben die bis 5 Uhr getagt und getankt. Wieder Matondo im Zusammenspiel mit Rahman und da hätte es vielleicht dann doch der doppelte Doppelpass sein dürfen. Aber genau dafür sind die Testspiele da in der Vorbereitung, um sich einzuspielen, um in so einer Situation zu sehen, wie reagiert der andere. Rahman ja mit seinem Tempo. Ein Spieler, den wir bisher noch nicht hatten, abseits. Und auch nicht genutzt. Aber die Fahne war schon oben, bevor Francis Ubabuike da abgezogen hatte. Rufe, Rabbi hat jetzt mal die Seiten gewechselt mit Rahman. Gibt natürlich für alles Vorgaben, zum Beispiel wie sich Rabbi Matondo dann oder die Außenspieler sich anzubieten haben, wenn der Torwart weit schlagen wird. Jetzt heißt es sich rausspielen. Stamboli und Rehse gegen den Riesen. Gegen Löden. Yannick Löden wird in ein paar Tagen 30. Also einer der routiniertesten. Und der längste ist er sowieso. Mit seinen 201 Zentimetern. Da haben wir ihn wieder. War bei Mirko Slomka in Hannover 96. Zweimal im Kader. Bei den Profis ist aber nie zum Einsatz gekommen. Nastasic und Otschipka. Er braucht natürlich dann eine Anspielstation. Stamboli liefert sie ihm. Ja, Idee war richtig von Burgi. Ausführung dann nicht. Aber mit Arit Matondo und Rahman hast du da schon mal drei, die mit dem feinen Füßchen das ein oder andere hinkriegen werden. In einer höheren Geschwindigkeit als letzte Saison. Und bei Rahman kommt hinzu, dass er nicht nur ab und zu mal sehr schnell laufen kann, sondern die meisten Sprints anzieht oder mit die meisten in der ganzen Liga. Dazu sehr viele sogenannte intensive Läufe hat, wo es also noch nicht Vollsprint ist, aber kurz davor. Und das hat David Wagner gesagt, soll sich bei uns nicht ändern. Genau das brauchen wir. Wir müssen mehr laufen. Das kommt jetzt von mir. Mehr laufen, schneller laufen und häufiger sprinten. Das alleine würde schon für eine Verbesserung sorgen. Jonas Hofmann hat zu lange gebraucht da. Und jetzt hat aber das Ganze wieder ausgebügelt. Burgstaller kommt entgegen und wieder das Foul von Tomasi. Arit beschwert sich, ich will hier loslaufen und zack, werde ich schon wieder gelegt.
Rudi bietet sich an. Und Stamboli muss in die Offensive. Arid, schönes Ding für Matondo. Und das war kein Foul, Ball gespielt, aber genauso soll es sein. Nicht immer in den Fuß, sondern in die Gasse. Und Matondo und Raman sind schnell genug, um da dann auch noch hinzukommen. In dem Fall war der Oberhausener gerade eben noch mit der Fußspitze dran. Ein klein bisschen später kommt, gibt es Elfmeter. Arid vorbei an dem Langen und der setzt ihn auch wieder um. Also langsam ist nicht mehr lustig. Da trifft man sich vorher vor der Kabine und bespricht sich und sagt, kommt Jungs, wir machen ernst, aber achten auf die Gesundheit. Und dann wird hier von den Jungs in Rot immer wieder zugelangt. Chance für Rudi. Oder Otschipka mit links. Ne, Rudi mit rechts. Eine Änderung zur neuen Saison übrigens, wenn ihr gesehen habt, dass da kein Blauer in der roten Mauer stand. Das ist nicht mehr erlaubt. Es darf kein Spieler der angreifenden Mannschaft sich in die Mauer drängen. Das hat ja immer wieder für Theater gesorgt und um allein da auch diese zeitverzögernden Faktor rauszunehmen, ist das eine gute Erinnerung, finde ich. Guter Ball von Stamboli für Burgstaller. In der Mitte wartet Raman. Da hinten kommt Matondo. Und der Ball soll schon ausgewählt sein. Aber genau das sind die Bälle in die Tiefe, in die Gasse, die wir viel zu wenig gesehen haben in der vergangenen Saison. Pisano gewinnt das Kopfballduell und der soll nicht im Abseits gewesen sein. Doch, Fahne ist um. Einigermaßen überraschend, dass Giuseppe Pisano dieses Kopfballduell gewinnt, aber hat er eben in der Jugend des S04 gelernt. Danach hat er in Gladbach gespielt zuletzt, in der zweiten. Da haben sie ihn hergeholt. Davor auch in Saarbrücken, auf Ibiza. Fußball auf Ibiza. Auch nicht so schlecht, aber ob das, wenn es professionell ausgeführt wird, nicht zu mehr Frust führt, als man denkt. Wenn die anderen immer Party machen und du musst nach Hause gehen. Foul von Matondo, angezeigt durch den Assistenten. Von Junior Ube Yapua, aber am Ende haben wir den Ball und darauf kommt es an. Rudi für Matondo. Rudi bietet sich selbst steil an. Und Ball war noch nicht im Aus. Sollte in Richtung Burgstaller oder Arid, die im Zentrum warteten und hinten dann lauerte noch Raman. Es gibt jetzt zaghafte Schalke und der RWO-Gesänge. Das ist ja eine Verbindung,
die wirklich schon lange so ist, dass viele RWO-Fans auch zum S04 gehen. Hajo Sommers, der Präsi, wie sie ihn hier nennen, von RWO hat gesagt, Oberhausen ist doch auch Schalke. Kein Foul von Hofmann, da ist Pisano zu leicht gefallen. Schalke wird übrigens in der Pause komplett wechseln. Nach den paar Tagen Training, meist mit zwei Einheiten pro Tag, will man natürlich keine Muskulatur überfordern. Außerdem sollen alle ein paar Minuten kriegen. Und da sind dann eine Menge U23-Jungs dabei im zweiten Durchgang. Aber auch Steven Skripski und Ahmed Kutucu. Leider nicht Nassim Bujelab, denn der hat sich verletzt. Sehnenreizung. Schick von Burgstaller. Arid auf Matondo. Rese hinterläuft. Da bekommt er den Ball und jetzt muss er auch zum Mitspieler und der, na, sah fast so aus, als ob er mit der Hand gestoppt worden wäre. Gut nachgesetzt von Stambouli. Aber hat leider Profeta aufgepasst vor Raman. Oczipka könnte ja mal abziehen. Und da erzählen wir doch jetzt die Geschichte vom einzigen Zweitligator seiner Karriere. Bastian Oczipka hat nämlich schon viermal gegen Rot-Weiß Oberhausen gespielt. Dreimal mit Hansa Rostock, da war es nicht so erfolgreich, ein Sieg, zwei Niederlagen. Und einmal mit St. Pauli, zu Hause 5:3 gegen RWO, mit einem Tor von Bastian Oczipka, sein einziges Zweitligator. Ball soll nicht im Aus gewesen sein. Hofmann, jetzt nicht nervös werden, hat er gut gelöst. Und Oczipka ein bisschen Platz. Wieder das Spielchen Matondo, kriegt den Ball, Rese hinterläuft. Diesmal geht er in die Mitte, Doppelpass mit Arid Matondo. Das hätte das zweite sein können. Schöne Szene, dritte Ecke, vierte. Nastasic, aber nicht wirklich Druck dahinter gebracht. RWO hatte auf 6.000 Zuschauer gehofft. Ich bin jetzt zu selten hier, um das zuverlässig schätzen zu können. Aber 5 müssen das eigentlich mindestens sein. Und der nächste Tritt gegen Arid. Und auch wenn das kein schlimmer war, der Schiri muss da mal eine Ansage machen. RWO ist natürlich wie alle Clubs in dieser Liga klamm und hat deshalb die Preise erhöht. Sitzplätze 22 bis 27 Euro, Stehplatz 12 Euro. Waren nicht alle amused, aber andererseits, wenn zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder ein Bundesligist hier aufläuft, dann muss man eben auch mal einen Euro extra nehmen können, damit der Verein was davon hat. Offizielle Zuschauerzahl werden wir nachher hören. Nastasic wollte Raman einsetzen. Arid hatte sich schon angeboten. Aber dann kam er gar nicht an den Ball. Weitschussversuch.
fast in die Ecke weggerutscht. Michael Lange hat aufgepasst. Gefahr noch nicht vorüber. Giuseppe Pisano. Und Ramann als Verteidiger, das ist nicht so seine allerstärkste Geschichte. Und Nastasic schießt Otschipka ab. Und den hat Michi Langer. Kein schlechter Versuch von Christian Merz. Und auch eine gute Szene. Über Buike. Dieser zweite Schuss, dann nichts Besonderes, aber der erste von Merz, der hatte schon was drin. Langer war fast auf dem Weg in die andere Ecke und hat sich dann aber noch, wie es sein muss, lang gemacht. Otschipka, da war schon fast wieder der Versuch zu treten, abseits von Ramann. Aber so in der Richtung soll das laufen. Rasen ist nicht der beste, Ball hoppelt ganz schön, aber sie kriegen es ja doch immer wieder hin, eine ordentliche Kombination zu bieten. Rese Richtung Rudi, ein bisschen zu klein, aber Otschipka von der Auslinie zu Burgstaller und wieder einer dazwischen, wieder nur Ecke. Stamboli elegant mit der Hacke. Merz wird gejagt von Nastasic und Otschipka und Davari ganz lang. Matondo ja immer noch erst 18. Der Waliser hat im September Geburtstag und ist der Jüngste auf dem Platz. Der nächste Schuss in Unterleib nach Otschipka erwischt es jetzt Stamboli. Benjamin Stamboli hat natürlich in dieser
schwachen Saison noch eine der konstantesten Leistungen gezeigt. Zu einer immer wichtigeren Figur geworden. Im Mannschaftsgefüge, nicht umsonst trägt er jetzt die Binde. Und nachdem Ralf Fährmann an Norwich City ausgeliehen wurde, müssen wir mal gucken, wie das über die Saison läuft. Eigentlich ist Stambouli da prädestiniert, auch Kapitän zu bleiben. Aber das wird David Wagner am Ende der Vorbereitung entscheiden. Dann kann die Mannschaft noch zwei Stellvertreter bestimmen. Oh, da ist der Ball durch. Und langer Held, klasse gegen Steinmetz. Jetzt hat sich Rehse wehgetan. Und tat sich natürlich ein Loch auf. In der Innenverteidigung. Ball durchgesteckt. Da, wo eigentlich Jonas Hofmann hätte sein müssen. Aber wird Michael Langer sagen, da konnte ich mich dann mal zeigen. Und das war richtig gut, wie er da gegen Raphael Steinmetz gehalten hat. Der hat gestern noch 4 Buden gemacht, aber wie gesagt, dieses 18:0 war nicht aussagekräftig. Da wird Langer vom eigenen Mann behindert. Und da sieht dann eben immer schlecht aus, aber ich glaube nicht, dass wir ihm da einen Vorwurf machen können. Und danach mit vereinten Kräften. Steinmetz diesmal als Vorbereiter. Sollte in Richtung Uwe Buike gehen. Und da holt sich gegen Matondo auch wieder. Und die Riesenchance für Pisano, der viel zu frei steht. Nastasic da mit der Ansprache an die Kollegen. Hallo, Ordnung halten. Das waren jetzt zwei Riesenchancen für RWO zum Ausgleich. Und das ist mit Sicherheit nicht das, wie es sich David Wagner vorstellt. Wenn er den besser platziert, Giuseppe Pisano, dann hat Michael Langer bei dem Ball keine Chance. Arid mit einem technischen Fehler, gibt es auch nicht oft. Nastasic holt das Ding gleich zurück. Stambouli kann keiner kriegen. Und Burgsteller, der Raman sucht, aber Davari findet. Also die ersten 4 Chancen gehörten Schalke und dann gab es den ersten Schuss von Merz. Nochmal die Chance Burgstaller und dann aber jetzt 2 richtig dicke Dinger durch Steinmetz und Pisano. Und der Ball von Uwe Buike nur ein kleines bisschen zu weit nach vorne gespielt für Pisano in der Mitte. RWO-Fans wachen auf. War ja bis jetzt noch nicht zu hören, aber das hat ihnen gefallen. Diese letzten fünf Minuten hier kurz vor der Pause. Spiel auf Langer, aber der ist 34 und routiniert genug, um das ordentlich zu verarbeiten. Nächster Tritt, diesmal gegen Matondo.
von Mike Odenthal. Genannt Mo, M-O. Fabian Rehse in Fürth in den zwei Jahren mit 45 Spielen. 3 Tore, 4 Assists. Immer viel gemacht, immer läuferisch sehr stark. Aber die Effektivität, die Effizienz war, die ist zu wünschen übrig manchmal. Und Hofmann mit einem guten Ball. Das war das schnelle Umschalten für Rahman. Arret mit ihm. Otschipka überläuft, hinterläuft. Und Profeta macht nur die 6. Ecke draus für den SV4. Wenn ich richtig aufgepasst habe, 3 links, 3 rechts. Jetzt einen fallen lassen. Schlecht gespielt. Und Steinmetz scheitert an Matondo. Riesenabwehrtat. Das hätte natürlich jetzt der Ausgleich sein müssen. Aber Ravi Matondo, Respekt, wie der da gerettet hat. Einige Oberhausener meinten, das wäre mit Hilfe der Hand gewesen. Aber Schiedsrichter hat gleich angezeigt, nö. War alles okay. Den durchlebt der Steinmetz heute Nacht noch 10 Mal, mindestens. Arit mit guten Ansätzen. Otschipka mit rechts. Und er kommt an bei Matondo. Und er kann ihn rüberlegen zu Rahman. Und der verschießt. Ach du Jemine. Das wird ihm auch noch nicht häufig passiert sein. Eine sogenannte 1000-prozentige. Nach dem tollen Rechtspass von Otschipka auf Matondo, der legt, wie es sein muss, rüber zum Kollegen, weil es ja ein sicheres Tor ist. Und dann schießt er den Ball daneben. Naja, besser heute als in irgendeinem Spiel, wo es drauf ankommt. Letzte Saison 10 Tore in der ersten Liga für Fortuna Düsseldorf. Davor die Saison auch 10 Tore in der zweiten. Also Rahman weiß schon, wo die Kiste steht. Kommt in den besten Haushalten vor. Da haben wir ihn. Arit. Die Nachspielzeit beträgt 2 Minuten. 2 Minuten Nachspielzeit, also das nimmt der Schiri dann wieder ernst. Abseits. Junge, Junge, was in den letzten Minuten hier los war. Arit auf Matondo. Nix da. Kriegt den Ball nicht.
Rehse, gut gemacht. Jetzt hat er gleich zwei, die starten. Burgstaller war nicht im Abseits und legte sich aber zu weit vor. Und Davari, der mal Irans Nationaltorwart war, bleibt Sieger im Duell mit Burgi. Also letzten drei Chancen jetzt wieder für den S04. War eine Menge los in den beiden 16ern. Hätte auch gut und gerne hier jetzt 4-2 stehen können. Steht aber nur 1-0. Mal gucken, ob wir vor der Pause noch eins drauflegen. Wird es natürlich für die Youngster, die gleich kommen, im zweiten Durchgang einfacher machen. Und das war's dann. Beifall. Bisschen lauter von den Oberhausenern nach den letzten 10 Minuten von RWO. Aber Schalke führt durch den Treffer von Matondo aus der 13. Minute. Wir hören uns gleich wieder mit Halbzeit 2. Thank you.
machen zwar sehr schöne Musik, aber lasst uns einen ganz kleinen Augenblick unterbrechen, weil hier auf dem grünen Rasen steht Nagmo Giesecke, kaufmännischer Vorstand vom IVO. Das ist der, darf ich sagen, örtliche Energievertreter. Ja? Genau. Und ohne EVO geht hier nichts. War letztes Jahr schon hier, da habt ihr ein Familienfest gemacht. Gott sei Dank wiederholt ihr das dieses Jahr. Aber zunächst mal zwei Worte zum Spiel. Wie gefällt es Ihnen? Also ich glaube, die ersten 15 Minuten haben die Schalker schon richtig Druck gemacht. Man sieht einfach technisch, was für eine hervorragende Mannschaft die ist. Nach dem 1-0 allerdings hat mich Rot-Weiß Oberhausen mindestens eben deutlich gesehen. Von 3 Klassen Unterschied war überhaupt nicht zu spüren. Eigentlich hätten wir 1-2 Tore machen müssen. Also ich muss sagen, ein wirklich tolles Spiel, macht richtig Spaß hier zu gucken und Kompliment an RWO, ohne jede Einschränkung, große Leistung bisher. Bin gespannt, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht. Ja, dieses Familienfest wird beim zweiten Mal noch nicht Tradition sein, aber ihr habt ein bisschen was geändert. Was habt ihr geändert? Ja, wir haben schon einen traditionellen Kern gehabt, nämlich gestern der EVO Kids Day bei super tollem Wetter. Da einfach in die Augen der Kinder zu schauen, wenn die Fußball spielen, ist unbezahlbar. Das hat richtig Spaß gemacht. Dann haben wir natürlich heute Glück gehabt mit dem Wetter. Das F-Jugendturnier war richtig toll besetzt. Und jetzt natürlich dann die Stadtauswahl mit dem Spiel gegen die Traditionsmannschaft. Und der krönende Abschluss, wir dürfen heute gegen Schalke spielen, also besser geht's gar nicht. EVO und RWO stehen für Fußball, das kann man so sagen. Ja, das schließt sich dann einfach an. Die Leute verlangen dann ja immer Steigerungen. Worauf kann sich RWO möglicherweise im nächsten Jahr dann freuen beim Familienfest? Ja, ob man das jetzt immer noch steigern kann, werden wir sehen. Wir werden in der nächsten Woche mal die komplette Veranstaltung Revue passieren lassen. Ich kann jetzt schon versprechen, wir werden das im nächsten Jahr wiederholen, weil die Resonanz einfach überwältigend war. Wenn Schalke wiederkommen möchte, ich glaube, die haben gemerkt, das ist ein ernstzunehmender Gegner hier. Und ein guter Test ist ja ganz wichtig. Ich war heute Nachmittag bei der F-Jugend dabei, hat ganz viel Spaß gemacht, den Kindern zuzuschauen. Das ist das Allerwichtigste. So, zum Abschluss, kurzer Tipp, wie geht's aus? Ja, ich glaube, Schalke wird jetzt komplett wechseln. Ich glaube, das ist mehr die U23, die jetzt auftreten wird. Wir spielen auf unsere Tribüne. Ich glaube, wir gewinnen 3-1. Das ist eine klare Aussage. Vielen Dank und auf Wiedersehen nächstes Jahr. Bin gespannt, ob der Tipp aufgeht. Und es läuft ein Torwartschießen da drüben. Ganz genau. Ja, vielen Dank, Uli. Ich bin hier unten im Strafraum vor der schönen Revierkrafttribüne und gerade schon gehört hier zwischendurch im Spiel, wenn da vorne was passiert, dann macht es hier richtig laut, Sabine Wendt von der EVO, oder? Also ich bin fasziniert, wie gut RWO nach vorne spielt und ja, mit ein bisschen mehr Glück, glaube ich, würden sie vorne liegen. Ja, und der Chef hat es gerade schon angesprochen, hat und Giesecke hat gesagt, jetzt spielen wir hier auf die Revierkrafttribüne auf unsere RWO-Fans und er hat gesagt, da wird es gleich noch ein richtiges Feuerwerk geben, RWO wird gleich noch ein paar Tore schießen und das kam gerade, glaube ich, sehr gut an. Hier fallen jetzt auch ein paar Tore in der Halbzeit. Das EVO-Halbzeitspiel, das Halbzeit-Torwartschießen findet hier gerade statt. Wir sehen hier ein großes Loch mit einem Punkt, ein mittleres mit 2 Punkten und ein kleines mit 5 Punkten und ein paar Schützen, die hier auf die Wand schießen. Was kann man denn da gewinnen bei euch? Ich mache ja immer was mit Gewinnen, glaube ich. Genau, also diesmal haben wir gesagt, es ist ja ein Fest rund um Fußball. Man kann Dauerkarten für diese neue Saison gewinnen, VIP-Tickets für ein Spiel nach Wahl und das neue RWO-Trikot. Wow, das hört sich gut an. Ein VIP-Ticket nach Wahl, also für eins der großen Klassiker gegen den östlichen Nachbarn oder gegen Aachen.
Jetzt machen wir es uns ganz einfach. Zweite Halbzeit. So, da stehen sie bereits für den zweiten Durchgang. Schalke führt 1-0 in einer Halbzeit mit vielen, vielen Torchancen, allerdings auf beiden Seiten. Ja, ungefähr 7-3, 7-4 die Torchancen für den SV4. Also 2-1 wäre dann eigentlich besser gewesen. Wir müssen eben gucken, wer da bei RWO reinkommt. Vince Stenzel. Für den 24er über links gekommen war Francis Uba-Buike. Aber beim S04, 11 neue, hatten wir ja schon angekündigt. Die kann ich euch jetzt nicht alle hintereinander sagen, dann wisst ihr weniger als vorher. Aber den kennt ihr, Steven Skripski. Und da vorne geht ab Ahmed Kutucu. Und hat die erste Chance sofort und macht sofort die Bude. Jawohl! 20 Sekunden, 2-0. Und das 2-0 für den FC Schalke 04. Erzielt der Spieler mit der Nummer 15, Ahmed. Jawohl, und das hat er schön gemacht. Der Jugend eine Chance hier. Also, klasse, wie dieses Ding umgeschaltet wurde. Das war vielleicht. Und das wird die Truppe der ersten 45 Minuten ärgern. Die beste Umschaltaktion. Und genau das wollte David Wagner ja sehen. Ball gewinnen und dann muss es ruckzuck nach vorne gehen. Exemplarisch vorgeführt. Von Steven Skripski und dann der schöne Pass zu Kutucu und dass der cool bleiben kann vor der Kiste, haben wir schon gesehen bei seinen Bundesliga-Toren in Stuttgart und vor allen Dingen in München. Abseits von Pisano. Dem neuen Mittelstürmer von RWO, die sehr, sehr gut mitgespielt haben im ersten Durchgang, vor allen Dingen in der Schlussviertelstunde. Am Anfang haben sie ein bisschen zugeguckt, da war Schalke klar überlegen, ging ja auch in Führung. Aber dann mit dem ersten Flachschuss von Merz in der 32. Da ging es auf einmal los. Da haben sie sich viel getraut. Und dann haben sie Riesenchancen gehabt. Der RWO. Schalke mit Checker, der in die falsche Richtung guckt, aber den Ball jetzt doch noch prima durchkriegt zu Sandro Plecherti. Levo Merjan überlässt ein bisschen unfreiwillig Steven Skripski. Da haben wir ihn, der Mann mit der 37. Levo Merjan, gerade aus der U19 gekommen, von Norbert Elgert, genau wie Görkem Can, der jetzt den Ball hat. Görkem Can, Innenverteidiger, war der Kapitän der U19. Sie beide spielen heute natürlich auch so ein bisschen vor. Gut gespielt mit Jason Checker. Auch ein Eigengewächs des S04, jetzt in der U23 und Ahmed ärgert sich darüber, dass er das Ding zwei Stockwerke zu hoch angesetzt hat. Also mit der 38 Sandro Plecherti als rechter Verteidiger. Daneben mit der 45 Marcel Lange als Innenverteidiger, Görkem Can, den hatten wir gerade schon mal angesprochen. Und dann Jonas Karls links, der hat ja auch einen Profivertrag bekommen für die neue Saison. Skripski suchte wieder Kutucu. Merjan gut den Ball erobert und behauptet. Und nochmal. Ganz feines Füßchen, klasse gesehen, Skripski, und dann hämmert er den Ball darüber. Checker zeigt an, also flach. Nee, Berkan Vierrad war das. In dessen Richtung der Ball kam, aber den konnte er nicht verarbeiten. Trotzdem zwei gutes Sehen in wenigen Sekunden von der Truppe der zweiten Halbzeit. Auffällig auch die im 4-2-3-1 formiert. Ist das ein Hinweis auf das, was David Wagner hauptsächlich spielen will? Bei Huddersfield soll er das auch meistens angewandt haben, dieses System. Mit den zwei Sechsern, drei Offensiven hinter dem einen Stürmer. Aber die vier da vorne dürfen natürlich sehr flexibel sein. Ein
Gürkem Can. Sieger im Kopfballduell. Und Kutucu, wie wir ihn kennen, keinen Ball verloren geben. Jonas Karls jetzt, der Linksverteidiger. Firat kommt mithelfen und Can mit dem befreien Schlag, der aber bei Merz landet. Schade. Mercan gut nachgesetzt. Beinahe hätte er ihn gehabt. Wieder Marcel Langer. Blecherti begann in der Jugend als Stürmer. Mittlerweile Rechtsverteidiger. Mike Terranova, der Trainer der Oberhausener, vor seiner Bank in Wattenscheid und in Oberhausen, nennen sie ihn einen Fußballgott. Da haben wir ihn, das ist der Deutsch-Italiener, ein Motivator erster Kajüte. Der macht die Jungs richtig heiß und ist auch ein klasse Interviewpartner. Nimmt kein Blatt vor den Mund. Wenn der schlechte Laune hat, dann kommt die auch raus. Firat stört Profeta. Gianno Plecherti. Und Checker ist Gewinner dieses Missverständnisses. Checker! Alles rechnet mit einer Hereingabe. Er versucht selbst auf die kurze Ecke. Nicht im Aus. Und Gürkem Can, die Bälle kennen wir schon aus der A-Jugend von ihm. Und er war auch nicht schlecht, aber Plecherti hat ihn falsch berechnet. Sie erstmal schütteln nach diesem schnellen Gegentor nach der Pause. Jetzt aber die Konterchance und da lässt er den Ball liegen. Der neue Vincent, genannt Vini Stenzel. Jonas Karls. Berkan Firat. Kutucu steht neben ihm. Er schickt Plecherti auf die andere Seite. Skripski, klasse gespielt für Plecherti. Kann er sich jetzt durchsetzen? Unterwegs in der Ecke raus. Gelingt leider nicht. Der darf sich viel zu einfach drehen, Steinmetz. Und da haben wir die erste Aktion von Christian Wozniak. 21-jähriger Pole, den wir 2018, also letzte Saison, geholt haben von Rot-Weiß Oberhausen.
ist er 2015 in Deutschland, zunächst in Braunschweig, dann bei RWO und jetzt beim S04. Sören Anders ist der zweite Keeper aus der U23. Mal schauen, wer da das Rennen macht. Skrips geht mir abseits. Den Gegner bewegen, nennt man das. Von einer Seite zur anderen und wieder zurück, um da Unordnung reinzubringen in den königsblauen Defensivverbund. Viele Kontakte in Rot, aber kein Raumgewinn. Plecherti jetzt. Kein Missverständnis, aber sie haben es gelöst über den Umweg mit Wozniak. Firat Merjan Langer. Und wieder Plecherti, geht eine Menge über rechts. Kutucu, Fahne bleibt unten. Kutucu und dann genau auf den Mann, auf Daniel Divari. Neben ihm stand Philipp Fontaine. Mit der 44. Vielleicht wäre dann Querpass noch besser gewesen, Amit. Haben wir gut auf der Abseitslinie gelauert. Dann den Innenverteidiger stehen lassen. Kutucu auch 2000er Jahrgang, hat er im März Geburtstag, genau wie Matondo, also die beiden Torschützen. Die beiden Jungs. Kann passieren. Christian Wozniak mit dem Ball ins Aus. Möglichkeit beim Einwurf zu pressen und den Ball zu gewinnen und schnell umzuschalten. Aber RWO holt den nächsten Einwurf raus und jetzt zwei Wechsel. Cihan Özkara mit der 11 und Tarik Kurz, zwei Offensive, zwei Stürmer. Und sie kommen für Steinmetz. Und Pisano. Klass und Odenthal gehen auch noch. Wir haben uns bei unserer Nummer 10 Giuseppe Pisano, bei unserer Nummer 14 Nico Klaas, bei der 15 Mike Odenthal und bei unserer Nummer 19 Raphael Steinmetz. Und begrüßen neu im Spiel mit der Nummer 11 Cihan. Mit der Nummer 13 Dominik. Mit der Nummer 20 Tarik. Und mit der 21 Philipp. Ich
Schussversuch von Jonas Karls. Und noch hier versucht wurde, den Vierfachwechsel von RWO zu kommunizieren. Dann wird ja gerne mal die Nummer und der Vorname gesagt vom Stadionsprecher. Und wenn dann die Fans nicht wissen, wer da kommt, nämlich in diesem Falle mit der 21 Philipp Eggersglüß, ist auch ein schwieriger Name, dann wird's eng. Der ist allerdings auch schon im zweiten Jahr hier, der Herr Eggersglüß. Flechert die auf Mercan, Mercan auf Firat und Firat nicht zum 3-0. Schade, sehr guter Angriff. Hat er jetzt schon ein bisschen was wie eine echte Generalprobe für den Auftakt in der Regionalliga West. Am ersten Spieltag Schalke 2 gegen RWO. Da werden wir einige wiedersehen von denen, die jetzt auf dem Rasen stehen im Blau. Und die Roten sowieso. Paul Escara an Mercan. Aber vorher hat er sich gut gewehrt. Levo Mercan, als die A-Jugend anfing. Da war der noch ganz schmächtig. Riesentechniker, ja, schon immer. Aber mittlerweile hat er ordentlich an der Muskulatur gearbeitet und kann sich wesentlich besser wehren. Und ein Riesentechniker ist er immer noch. Görg Emcan, gebürtiger Gelsenkirchener. Und das auch noch am Geburtstag des S04, 4. Mai. Stenzel gestoppt von Langer. Marcel Langer und Michael Langer, der in der ersten Halbzeit bei Schalke im Tor stand, natürlich nicht miteinander verwandt. Michael Langer ist auch Österreicher und Marcel Langer Deutscher, den wir aus Hannover geholt haben. Letzten Sommer war da in Hannover auch deutscher Juniorenpokalsieger mit 96. Schon wieder ein Wechsel. Alexander Schelen kommt für Kofi Tumasi, der Mann, der sich so schlecht einführte mit dem harten Foul an Sebastian Rudi. Testspieler, Probespieler bei RWO und den wollen sie unbedingt verpflichten. Und wenn das knetetechnisch hinhaut, dann werden wir den wohl auch in der neuen Saison als Gegner unserer Regionalmannschaft sehen. Alexander Schelen kommt dafür. Jetzt schauen wir aber erst auf den Profetta-Freistoß. Alexander Schelen, lange ausgefallen wegen Lymphdrüsenkrebs. In der letzten Saison dann in der Schlussphase schon wiedergekommen. Schöne Geschichte. 32 Jahre ist er alt und kann jetzt doch noch mal Fußball spielen. Offizielle Zuschauerzahl gerade angekommen. 6.000 sind es dann doch geworden. Das, was sie sich gewünscht hatten bei RWO. Also zufriedene Gesichter auf der einen Seite, dann auch auf der anderen, weil es eben noch nur 0-2 steht. Und weil da so eine gute Viertelstunde dabei war zum Ende der ersten Halbzeit mit 4 Chancen. 2-3 ganz dicke für RWO. Aber andererseits hatte der S04 auch noch diverse. Denken wir nur an Benito Raman nach Zuspiel von Matondo. Rot-Weiß Oberhausen bedankt sich bei 6.000 Zuschauern, egal ob aus Oberhausen oder aus Schalke. Danke, dass ihr hier seid.
So, jetzt mal wieder den Ball an Fuß bekommen. Plecherti, geschickt von Checker. Jetzt muss da einer rein und da kam Vierer zu spät. Kutucu im Zusammenspiel mit Skripski. Ah, der war nicht aus. Der war nicht aus, glaube ich, aber der Assistent hat so entschieden. Aber wie kann es dann? Ja, dann gibt es jetzt Freistoß. Weil Langer da kurz berührt hatte. Ja, aber ist das ein Freistoß? Merz. Wenig überraschend in Richtung des 2-Meter-Mannes. Und dann kurz mit dem Heber. Erste Chance. Erste gute Chance für RWO im zweiten Durchgang. Wozniak mit allem raus, was er hat. Und damit hat er ihn vielleicht auch noch entscheidend gestört. Plecherti sehr auffällig, dürfte die meisten Ballkontakte haben in diesem zweiten Durchgang. Checker, gute Aktion. Vierrad, Karls hinterläuft. Und in der Mitte wartete Skripski darauf, das Ding rein tun zu können, aber RWO hat aufgepasst. Kutucu natürlich in der Luft keine Chance gegen den 2-Meter-Mann und das Foul von Berkan Firat. 20 Jahre jung, wenn man mit der 42 gebürtiger Bochumer, Wattenscheider in der Jugend gewesen. Und 18 dann von einem Oberliga-Konkurrenten vom TuS Ennepetal geholt. Und aufgestiegen. Wird auch spannend sein zu sehen, wie die Mannschaft sich als Aufsteiger in der Regionalliga macht. Muss sie wieder das Verlieren lernen? Fragezeichen. Birkemchan passt auf. Erchan treibt an. Skripski bietet sich an. Und Kutucu ist auch noch da. Da haben wir ihn. Ahmet Kutucu wird jetzt abziehen und Davari ist unten. Gut, flach aufs kurze Eck. Nächste Chance für den S04, aber da kann er den erfahrenen iranischen Ex-Nationaltorwart und Zweitligatorwart Daniel Davari nicht mit überwinden. Siebte Ecke. Mercan und da ist wieder der 2-Meter-Mann. Die neue Tribüne in der Imscher-Kurve meldet sich mit "Wir sind alles Oberhofener Jungs". Das würde ich jetzt heute bezweifeln. Also die Hälfte der Anwesenden
sind dann doch eher für Königsblau. Jetzt müssen wir aufpassen. Schlechte Ballkontrolle von Cihan Özkara und Langer und vor allem Can am Ende haben es dann gebogen für den S04. Stadion Niederrhein war ja sogar mal Erstligaschauplatz für 4 Jahre. Klasse Ball von Kutucu auf Čeka. Fierat kommt noch mit dazu. Čeka will ihn alleine machen. Kriegt aber nicht hin. Kutucu, und da war Fierat dann mit dem Fuß drauf bei Profeta. Deshalb Freistoß. Also von 69 bis 73 Schalke und RWO zusammen in der ersten Liga. 4 Jahre lang RWO bei den ganz Großen dabei. Unvergessen Lothar Koblun der letztens dann verstorben ist. Torschützenkönig der Bundesliga aus Oberhausen. Das war schon eine Nummer. Und dann gab es auch noch mal ein Zweitliga-Jahr, in dem Schalke und RWO zusammen spielen. Spiel hier ging 3-3 aus. Ich machte gerade Zivildienst und kam ein bisschen zu spät zur Spätschicht. Rund 20 Minuten noch. Schalke hat 2 Spieler mit, die noch nicht eingesetzt wurden. Mike Jordan, neu von RWO. Er hätte natürlich besonders gerne gespielt. Und Janis Grinbergs, der ist schon länger bei uns, 2 Jahre schon aus Lettland. 2 Jahre für die U23 schon gespielt. Weiß nicht, ob die noch kommen sollen. Jedenfalls machen sie sich jetzt noch ein bisschen warm. Merz zögert zu lange. Und Plecherti. Guter Ball für Kutucu. In der Mitte ist Fierat. Nee, Skripski. Čeka. Merjan für Plecherti. Das ist mal ein Offensiv-Außenverteidiger, auch wenn die Flanke jetzt gerade nicht kommt, aber der macht eine Menge Dampf hier. Da haben wir die beiden, wie sie sich warm machen. Also scheinen sie noch ein paar Minuten zu kommen. Am Spielberichtsbogen stehen sie aber nicht. Da war allerdings auch kein Platz mehr. Da stehen ja schon 22 Mann drauf. Jetzt beim Rausspielen aufpassen. Guter Ball von Langer. Auch wenn Plecher-Team entgegenkam. Hat nicht das erste Angebot genommen, sondern das zweite. Und das war das Bessere. Jonas Karls. Čeka und wieder Karls. Flankengenauigkeit müssen wir noch dran arbeiten. John überlässt Philipp Fontaine, er der erfahrenste, der älteste mit 25 Jahren. Der Kopf der Aufsteiger in die Regionalliga. Festgehalten.
Und Tavari lässt sich nicht überwinden von Berkan Firat. Und richtig gesehen, wie er sich zusammengerissen hat, gesagt, jetzt hau ich aber richtig drauf. Aber die Davi blieb stehen. Tarek Kurz. Nein. Selbst wenn der Ball den Arm berührt haben sollte, angelegt aus kürzester Entfernung. Da gab es ja jede Menge Ärgernisse zum Thema Handelfmeter in der vergangenen Saison. Mal gucken, ob sie dieses Jahr besser hinbekommen. Einige Änderungen gibt es ja, einen habe ich schon angesprochen. Es dürfen keine Angreifer mehr in der Mauer stehen bei Freistößen. Wenn du ausgewechselt wirst, musst du direkt da, wo du gerade stehst, vom Platz gehen. Den kürzesten Weg zur nächsten Linie suchen. Also diese ganzen Zeitspielereien mit, ich wechsle dich gleich aus, geh mal ganz hinten an die Eckfahne und dann schleich runter. Die wird es nicht mehr geben. Das ist auch eine sehr gute Neuigkeit und noch so ein paar andere Sachen, die wir dann ansprechen, wenn sie denn eintreffen. Jetzt müsste RWO natürlich ein bisschen mehr Druck nach vorne entwickeln, wenn sie hier noch was holen wollen. Ein noch respektableres Ergebnis, als dieses 0:2 es im Augenblick ist. Andererseits, die vielen Wechsel haben auch da den Spielfluss nicht gerade befördert. Und da stehen schon wieder zwei, nämlich Tim Stadtmann mit der 5 und Rino Redja mit der 16. Merjan, gutes Auge, guter Laufweg von Skripski. Und Kutucci zieht aus allen Lagen ab. Konterchance für die Gastgeber, der ist ganz schön schnell. Legt zurück auf Merz und da ist er drin. Hätte ich es mal nicht beschworen. Selbstbewusstsein kann nicht schaden. Wer ist die Macht vom Niederrhein, vom Ruhrpott sowieso? Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. RWO. Nichtsdestotrotz schöner Song. Und runtergehen. Scheibu Junior, Ube Jappa und Jerome Profeta. Der neue Spielstand. Rot-Weiß Oberhausen. Schalke 04. Danke! Und in der 79. Minute hat unser Cheftrainer Mike der Hannover zweimal ausgewechselt. Wir bedanken uns einmal bei unseren Torschützen, bei der Nummer 6 Christian Merz und bei der Nummer 7 Scheibu Uriampa und wünschen für den Rest der Spielzeit viel Erfolg. Schön. Christian Merz ist natürlich noch auf dem Platz. Jerome Profeta hat den Platz verlassen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und neu im Spiel die Nummer 5, Tim Stadtmann. Und die Nummer 16, Rino Redja. Und da kommen die 9. Redja. Ascara bleibt hängen. Jetzt keine Fehler da machen. Keine Verletzung. Aber Kutucu kannst du nicht verletzen. Der wird gefoult, springt sofort wieder auf und will weitermachen.
letzten 10 Minuten. Brechen gleich an. Frage natürlich immer bei solchen Testspielen: Wie bewerten wir das, was wir gesehen haben? Immer gibt es diese Unterschiede in der Länge der Vorbereitung bisher. Oberhausen knapp 2 Wochen länger am Ball als der S04. Letzte Saison gab es als erstes Testspiel ein 1:0 bei Schwarz-Weiß Essen. Das war allerdings eine andere Nummer, denn da gab es in dem ganzen Spiel gegen den Fünftligisten nur 4 Torchancen. Nur eine davon wurde genutzt. 2:1 ist auch eng, aber erstens ist das hier ein Viertligist und zweitens gab es 8-9 richtig gute Torchancen. Die musst du natürlich im Verlauf der Entwicklung immer besser nutzen. Checker, Skripti wieder mit einem guten Lauf. Guter Ball, abseits gewunken. Schade, zählt nicht. Blecherti weiß, wann es auch mal ein Foul sein darf. Gegen den eingewechselten Rino Retscher. Nichts Böses, aber nimmt die Gefahr aus der Situation. Auch wenn der Freistoß von der Position her natürlich nicht ungefährlich ist. Hinten lauert Löden, der ist immer noch drin, der 2,1 Meter Mann. Und das ist ein klares Stürmerfoul, wie der da in den Stürmer rein, in den Torwart reinspringt. Und jetzt die Konterchance für den S04. Skripski, gut geschickt von Mercan. Skripski. Ach, und da war er mit ganz viel Glück. Denn er trifft ihn durch die Beine. Und dann hängt hinten die Hand noch runter und verhindert das dritte Tor für den S04. Aber sehr gutes Zuspiel von Mercan. Das eine ist ja die Sache zu sehen, das andere ist den Ball dann auch präzise zu spielen. Skripski vierte, fünfte Mal mit einem guten Lauf in die Tiefe den Ball gefordert und auch bekommen. Plecherti. Konnten sich Checker und Plecherti nicht einigen. Trotzdem Sandro Plecherti mit den meisten Aktionen. Sehr gute hatten auch Skripki, Kutucu und Mercan. Und er hier, Daniel Davari. Hat mal mit Braunschweig gegen Schalke gespielt. 13-14, als Braunschweig in der ersten Liga war. Das eine Jahr 2:3 das Heimspiel verloren gegen S04. Allerdings sehr glücklich aus Schalker Sicht. Und dann 3:1 im Heimspiel für den S04. Also bisher hat Davari immer 3 reingekriegt gegen Schalke und eigentlich war es da ja auch gerade schon, aber hoppala! Der Torschütze Merz. Was für ein Ding. Jetzt müssen die Jungs in Blau sich wehren, dass sie das Ding hier
mit dem Sieg nach Hause bringen. Testspiel hin oder her. Man spielt, um zu gewinnen. Und da hing es gerade an der Latte. Da hat Plecherty im Zurücklaufen kurz getroffen. Freistoß, mehr war es auch nicht. Die letzten 5 Minuten haben begonnen. RWO wird sicher alles versuchen, um hier noch den Ausgleich zu erzielen. Vielleicht ergibt sich ja noch eine Konterchance für Königsblau. Jetzt Cheka, Kutucu, Mercan, Kutucu. Der wartet schon die ganze Zeit, Skripski, aber er steht im Abseits, sagt der Assistent. Plechert, die hat da noch einen drin. In der Mitte ist es schlecht besetzt. Muss das alleine machen. Er legt ihn zurück zu Kutucu. Und da ist die Entscheidung. 87 Minuten genau gespielt. 3-1, Doppeltorschütze Kutucu. Aber was für ein klasse Ball, den er da serviert bekommt von Sandro Plecherty, der sich selbst belohnt. So, liebe Schalker, das ist so ein schöner Schlusspunkt. Also, der FC Schalke 04 geht 3-1 in Führung und es ist sein zweiter Treffer heute Nachmittag, heute Abend. Torschütze für Schalke 04 mit der 5. Ahmed. Genau so war's. Dankeschön. Jetzt kommen Jordan und Grinbergs vom Warmmachen wieder. Mercan. Gute Bälle gespielt mit seinem linken Fuß. Häufig auf die rechte Seite. Und Plecherty, der rennt da rauf und runter. Ist fast an jedem Angriff beteiligt. Wieder Mercan, den wollte sich auf den linken legen, um dann schlänzen zu können. Plecherty. Und Can mit viel Einsatz. Wenn auch ein bisschen unorthodox. Kutucu. In der Mitte wäre Cheka. Cheka legt nicht rüber zu Skripski, versucht selbst. Da haben wir jetzt aber Skripski. Und da war ich nochmal. Ecke Nummer 8, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Ende sieht es jetzt so aus, als ob Schalke beide Halbzeiten gewinnt. Die eine mit 1-0 durch das Tor von Ravi Matondo von Mannschaft 1. Und die Mannschaft des zweiten Durchgangs führt gerade 2-1 durch den Doppelpack von Ahmet Kutucu. Das war's auch. 3-1 der Endstand. Die beiden Jüngsten haben alle drei Tore geschossen. Das ist doch ein schönes Versprechen für die Zukunft. Ansonsten haben wir schon gesagt, ja, du kannst mehr Tore machen aus den vielen Chancen. Du hättest aber auch noch zwei mehr kassieren können, weil du zu viel zugelassen hast. Aber für einen Aufgalopp, für das erste Testspiel war das schon in vielen, vielen Szenen sehr nett anzuschauen, weil eben viel passierte in den Strafräumen. Und ja, mit diesem Auftakt werden wir jetzt mal zu den Trainern gehen, zu den Spielern gehen und Interviews holen und dann mal schauen, wie wir euch die näher bringen. Ja, danke fürs Zuschauen. Schalke gewinnt 3-1 bei Rot-Weiß Oberhausen. Der erste Test der Saison wurde erfolgreich absolviert. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und Glück auf. Und da freuen wir uns natürlich auch auf ein schönes, packendes Regionalliga-Duell gegen die U23. Ganz genau. Also, euch allen einen schönen Abend noch. Wir sehen uns, wir hören uns beim Fußball. Wo sonst? Das haben wir schon gelernt. Woanders geht nicht. Vielen Dank. Vielen Dank und einen riesen Applaus nochmal für Uli Potowski.